Start seid. Mein Name ist Victor und ja, der ein oder andere kennt mich vielleicht schon von meinem Channel Typisch Victor. Wenn nicht, der Link ist in der Beschreibung. Und wir hier auf dem Fitmeez Channel wollen ja ein paar leckere, gute Rezepte mit euch teilen. In den nächsten Wochen und Monaten wird da einiges erscheinen. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben und den Kanal zu abonnieren. Den Anfang haben wir gedacht, machen wir jetzt im Januar mit ein paar Low Carb Gerichten. Denn naja, es ist nach Weihnachtszeit. Viele Leute wollen ihre Pfunde verlieren. Da zähle ich mich selber auch dazu. Was bietet sich da besser an als ein paar leckere, gute Alternativen, mit denen ihr dann ja so gut wie gar nicht mehr auf irgendwas verzichten müsst? Den Anfang haben wir gedacht, machen wir mit Schokomandelpralinen, das in der Low-Carb-Variante. Und ich sag's euch, die schmecken wirklich gut. Und allzu viel Zutaten braucht man dafür auch gar nicht. Zum einen hätten wir 200 Gramm gemahlene Mandeln, 2 Esslöffel Kokosöl, 1 Esslöffel Kakao. Ich greife hier auf den stark entölten zurück. Dann noch 2 Esslöffel Erdnussmus, außerdem etwas Vanilleextrakt. Ihr könnt aber auch Vanillepulver oder irgendeinen Geschmacksflavor nehmen. Und 2 Esslöffel von unserem Fitmeez Erythrin, das wir hier als Zuckerersatz nutzen. Dann könnt ihr natürlich noch zum Verzieren der Pralinen Kokosflocken nehmen, ihr könnt Kakao nehmen, ihr könnt aber auch gemahlene oder gehackte Mandeln oder Haselnüsse nehmen. Euch sind da gar keine Grenzen gesetzt. Also fangen wir jetzt einfach mal damit an, dass wir das Kokosöl schmelzen. Das könnt ihr entweder wie ich in einem kleinen Behältnis auf dem Herd machen oder in einem Wasserbad in der Mikrowelle. Während das Kokosöl geschmolzen wird, widmen wir uns schon mal die gemahlenen Mandeln, den Vanilleextrakt, das Erdnussmus und das Erythrit in eine extra Schüssel geben und das ja, dann einfach ganz kurz stehen lassen, denn jetzt brauchen wir erstmal noch das Kakaopulver. Das kommt in das bereits geschmolzene Kokosöl hinein, das könnt ihr dann einfach einmal kurz schwenken und wenn sich das Kakaopulver dann mit dem Kokosöl verbunden hat und es keine Klümpchen mehr gibt, gebt ihr das Ganze einfach über unsere kleine Backmischung hinüber. Ihr könnt das mit einem Löffel, mit einem Knethaken machen oder auch mit den Händen, wie es euch beliebt. Auf jeden Fall wird es aber ein bisschen klebrig. Wenn sich das Ganze dann zu einer homogenen Masse verbunden hat, könnt ihr mit einem Teelöffel kleine Häufchen daraus nehmen und diese dann in der Hand zu Kugeln formen. Anschließend dann einfach nur noch in eure Ummantelung eurer Wahl wälzen, das Ganze auf einem Teller sammeln. Ihr kriegt da um die 20 Pralinen hinaus. Meine sind etwas groß geworden, ihr könnt die natürlich auch viel kleiner machen. Und ja, dann kommen die anschließend einfach in den Kühlschrank. Dort lasst ihr sie dann für 1 bis 2 Stunden kühlen, bis sie etwas fester geworden sind. Und dann könnt ihr die einfach nur noch genießen. Ihr könnt sie natürlich auch ja, schön in ein Einmachglas machen und dann später verschenken. Ich finde, das bietet sich echt super an als kleines Geschenk. Die Nährwertangaben und alle Zutaten, die ihr für dieses Rezept braucht, findet ihr auch nochmal in der Beschreibung unten. Ich hoffe, dass euch unser erstes Rezept gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch da lassen, den Channel abonnieren und mit euren Freunden teilen, damit ja viele Leute viele leckere Sachen in der Diät essen können und der Channel natürlich wächst. Wenn ihr Anregungen für uns habt, schreibt uns die gerne auch in die Kommentare rein. Wir gehen auf alles ein. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal zu einem weiteren guten Rezept. Macht's gut und tschüss.